Hallihallo, habe die Ehre. Jetzt willkommen zurück zum Car Mechanic Simulator 2021. Ich möchte in dem Video noch gerne einen Reparaturauftrag machen, weil mir die gerade eigentlich Laune machen, Teile ein bisschen zu suchen und so. Und zwar suchen wir da einen großen nochmal raus. Ja. Wow. Voll in... Wow. Wow. Warum schaut der so scheiße geil aus? Oh, wow. Was hat denn der denn? Zunder? Ah, 2 Tonnen. Kriegen wir mit dem Vergaser nicht knapp 100%, mit dem Kompressor nicht knapp 100% drauf mit Tuning? Ja, 2000 Newtonmeter, aber 2 Tonnen halt, ne? Dann hätten wir 1000 PS. Naja, aber ist halt der Weg die Hälfte. Ja. Dann schauen wir doch mal, was dir denn alles fehlt, mein Freundchen. Okay, ein Vergaser ist auf jeden Fall durch. Immer ist durch. Sein Zimmer bei dir eigentlich? 55. Oh, scheiße Kurbelwelle. Und ein Kipphebel. Zwei Kipphebel. Drei Kipphebel. Hey, ja, fuck, da müssen wir den kompletten Motor zerlegen. Ist 19% Tuning wert. Okay. Dann starten wir mal durch. Erst einmal durch das Öl aus. Jetzt schon so haben. Hier ein da kommt. Boah, da mal zu tun, hey.
Ja, ein bisschen auf die Prozentzahlen mit achten, aber die schauen alle gut aus. Ich hätte immer einen vergessen. Einen habe ich mitgemacht. Habe ich weggemacht. Gut, gut. Gut. Kühler passt, weil der ist auch von unten. Kühler passt. Ja, müssen wir wegfahren. Warum komme ich da jetzt? Ja, die ist auch durch. Nein, wir müssen den komplett. So, da müssen wir. Ja, das reicht erstmal. Ne, reicht nicht. Okay. Steuerkette aber auch durch. Ist die Nocke auch durch? Theoretisch müssten wir den nicht wegbauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Teile fehlen noch. Was wollt ihr alles haben? Wasserpumpe? Steuerkette, Nockenwellenradhammer, Wasserpumpe, Riemenscheibe. Müssten jetzt alle vier haben, oder? Okay. Nur ganz kurz schauen, da haben wir die Türme nicht auf die Einkaufsliste. So. Machen wir die Lima weg. Die wird wohl auch durch sein. Haben wir da noch eine? Ja, auch nicht auf die Einkaufsliste. Kurbelwelle ist von der Hebebühne. Machen wir dann später. Keine Ahnung, ob ich an die Zylinder ran muss. Mit Kolben. Ah, wir kannten noch einmal die. Oh, die schauen alle fit aus. Zumindest auf der Seite. Die schauen auch fit aus. Auf jeden Fall kommst du weg. Haben wir auch noch. Gut. Eins, zwei, drei, vier.
5. Ich kann mir überlegen, ob ich das wirklich. Ja, die Stange ist schon mal durch. Kipphebel haben wir nicht mit rein. Wir machen jetzt mal die Welle raus und schauen von unten mal die Kolben an. Fuck, ich muss ja so oder so rausmachen. Boah, den ganzen Scheiß. Ein Akt immer mit den blöden Stangen und Kipphebel. Oh, und sonst so? Läuft, oder? Alles fit? Finde ich gut. Finde ich richtig gut. So, Dalle, jetzt kommen wir endlich an die Kurbelwelle. Warum nicht? Das Getriebe noch weg muss. Aber das müssen wir eh ran. Ey, wir tropfen das ganze Auto, das ist ja irre. Werde ich jetzt auch erstmal nicht kaufen. Weil ich meine, hier haben wir noch. So. Ein Teil fehlt. Dann ist es wohl doch.
Dann ist es doch, ja, vielleicht ist es der zünfte Teil da oben. Könnte auch noch sein. Jawohl. Warte mal, da brauchen wir das ja gar nicht rausbauen. Okay, den brauchen wir auf jeden Fall. Ich muss das jetzt einzeln kaufen. Weil ich nicht weiß, dass ich noch einen Ersatzteil habe. Ich möchte das jetzt dann wieder alles doppelt kaufen. Das war jetzt schon das Problem, oder? Hat er noch irgendwo Wagen springt scheiße an oder sowas? Ne, haben alle. Motorsteuerung klar. Und dann haben wir alles außerhalb. Tuningwert. Okay. Sieben. Und wir brauchen, dann machen wir den doch als Tuning. Und zwar, wie viel gibt der mir? Wenn wir einfach beide, wenn wir beide machen, das wäre jetzt einfach da einfach, aber die scheiß Dinger haben da noch so viel gegeben, die Luftfilter. Den doch en masse gedrückt, weil der kostet jetzt, na kurz logisch machen. 3,75 zu, na ein müssen wir jetzt oder so tauschen, das würde ja passen, aber die Luftfilter. Die haben doch so en masse viel gebracht. Ja. Dann haben wir 11. Nochmal fast zu viel, oder? 11 und 18. Fein, so machen wir das. So und nicht anders. Die Kuppelwelle reparieren. Kupplungsscheibe war noch in Ordnung. Die Lima war durch. Aber noch eine. Gaser können wir auch reparieren. Aber nicht. Bei Gaser machen wir Tuning. Läuft ja dann wie ein Sack Schrauben, wenn nur ein Tuning vergast. Ich kann doch nicht nur ein Tuning Vergaser machen. Dann haben wir aber zu viel Prozent, wenn wir noch die Luftfilter mitmachen. Es gibt mir denn die Ansaugbrücke Kompressor? Mal 11 hätten wir 13%. Der will aber mehr, gell? 14.
Auf jeden Fall kommen hier die normalen Kolben wieder rein. Das ist schon mal ein Faktum. Da kann man unten nämlich schon mal zumachen. Von dem Pleuelgedöns war nichts. Nein. Bloß hätte bedenken, dass ihr zum Schluss irgendwas vergessen hast. Ich hab halt absolut keinen Bock, wieder alles auseinanderreißen zu dürfen. Und 1,75%. Das lassen wir jetzt mal offen. Das lassen wir jetzt mal offen mit der Kupplung. Oh, da müssen wir jetzt auf die Zubehörbank schauen, wie viel Kipphebel wir reparieren müssen und wie viel von den Stößelstangen. Muss aber nicht bestimmte Kipphebel, oder? Müssen wir eine Ventilstößelstange kaufen und zwei Kipphebel. Das ist echt kompliziert, ey.
Alter, nutzt. Das passt nicht. Komm, die 15 Dinger da. Das freut mir nicht. So, passt es jetzt, oder? Kipphebelhammer. Ja, was jetzt? Zwei Prozent. Mal 13% und dann machen wir noch. Ja, so machen wir das. Wir machen jetzt quasi die Luftfilter oben noch mit drauf. Und machen die Kupplung noch. Also Vergaser nicht. Gaser kaufen wir normalen. Und den Luftfilter kaufen wir in Tuning. Dann haben wir jetzt quasi 13% Tuning-Teile. Da wollte ich hin. 13%, 14. Ja. Da wollte ich hin. Voll. I'm on fire. Und dann haben wir Konsum rumgebastelt, das wurscht. Dass man da einen Vergaser nur oder irgend so ein Käse, das ist ja ein Witz. Oder Lines.
Alter, das ist echt ein riesen Aufwand, ey. Da hätte ich es lieber neu aufgebaut, alles. War nicht so kompliziert gewesen. Reparieren können, oder? Ah, wollt ihr die auch haben? Nee. Okay, haben wir alles. So. Boah, wir legen gerade, ob wir das jetzt noch hier reindrücken. Komm, das drücken wir jetzt hier noch nicht. Wir machen das Auto jetzt mal fertig. Keine Gnade. Das ist ja gar nichts. Komm. Bis wir das jetzt, das dauert nochmal wahrscheinlich leicht 10 Minuten. Das hat jetzt absolut keinen Wert nicht. Wir ballern jetzt noch die Karnamelle rein. Machen den dann einfach im nächsten Video mit fertig. Sonst wird das Dreiviertelstunden Video, das ist zu lang. Jut! Bin immer gespannt, was der an Kohle bringt. Das schaut aber echt bombastisch aus hier. Okay, liebe Leute. Wir machen den im nächsten Video fertig. Das wird jetzt alles zu lang. Das hat keinen Wert nicht. Ich sag dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar, Like oder ein Abo da. Würde mich natürlich sehr freuen. Und im nächsten Video basteln wir den zusammen. Dann bin ich mal gespannt, was wir da an Kohle kriegen, weil das war jetzt ja aufwendig hoch 12. Und ja, ich wünsche euch alles erdenklich Gute und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, habt Ehre und Servus!